Geld gespart, Auto gekauft und abgezockt. An jedem dritten gebrauchten Wagen wird der Kilometerstand zurückgedreht. Ich fühle mich verarscht. Richtig verarscht. Für solche Leute muss man bestrafen. Reporterin Kira Alin macht sich auf die Suche nach den Verkäufern manipulierter Autos. Ich versuche auch einfach nur mein Geschäft zu machen. Ganz einfach, genau. Vor 3 Monaten erfüllt sich Hassan seinen Wunsch, einen Audi A4. Eine Anzeige im Internet macht ihn neugierig. Er verabredet sich mit dem Händler und zahlt 8.800 Euro für den Gebrauchten. Also das Auto hat einen super Eindruck gemacht und sehr gepflegten Eindruck. Und dann habe ich es gekauft und am Tag später habe ich dann halt nachgefragt bei einem Autohändler. Und da kam das böse Erwachen. Ne? Ein befreundeter Mechaniker prüft anhand der Fahrgestellnummer den Tachostand. Das Ergebnis? Die Anzeige wurde um fast 130.000 Kilometer zurückgedreht. Hassan hat damit ca. 3.000 Euro zu viel für das Auto bezahlt. Sie haben mir jetzt gesagt, Sie haben bis zu 3.000 Euro Verlust gemacht, oder? In dem Sinne schon, ja. Wie können wir das denn jetzt wieder zurückholen? Ich würde sagen, laut Bericht des Gutachters hatte es sehr viele Mängel. Der hat mir auch angeraten, dass das Auto zurück am besten gegeben wird oder halt ca. 3.000 Euro Erstattung. Wir machen den Mann ausfindig und stellen ihn zur Rede. Du stehst jetzt mit voller Montur, verstehst du, und gehst mir auf den Sack, so gesehen. Wie leicht geht es tatsächlich, den Tachostand eines Autos zu manipulieren? Das erklärt Autoexperte Limo. Er macht einen professionellen Tachotrickser ausfindig. Das Gerät ist eigentlich ganz simpel aufgebaut, wie ein kleiner Laptop aufgebaut, aber mit einer speziellen Software. Und für verschiedene Fahrzeuge. Also es ist nichts weiter dran, aber die Preise liegen eben bei den Geräten so um die 10.000 Euro. Ja, wir gehen hier ganz einfach an den Diagnosestecker. Da stecke ich meinen Adapter rein. Jetzt kriege ich gleich eine Verbindung. Computer fährt hoch. So, jetzt suche ich mir aus, was ich umprogrammieren will. Also ich kann das Pkw, Lkw, Motorrad, sonstiges. So, und jetzt sind die ganzen Fahrzeuge aufgelistet, die es gibt. Jetzt suche ich mir da den Mercedes raus und jetzt hat er Verbindung mit dem Fahrzeug, mit dem Kombi-Instrument und zeigt mir einen Kilometerstand von 264.032 an. Das ist der tatsächliche Kilometerstand unserer Mercedes E-Klasse. Jetzt können wir den Kilometerstand ändern. Wie viel darf es sein? 120.000 Kilometer. Okay. Der Tachofälscher tippt keine glatten Zahlen ein, das wäre verdächtig. Ruckzuck hat das Auto rund 140.000 Kilometer weniger und ist im Wert gestiegen. Bei dem Baujahr können Sie schon damit rechnen, dass Sie jetzt 1.000 Euro verdient hätten. Und wie viel hättest du jetzt verdient für die Arbeit? 150 Euro, steuerfrei. 150 Euro. Bevor wir fahren, stellen wir den Tacho wieder zurück. Auch Frank Müller aus München wurde betrogen. Der Pflegeleiter hat sich vor 1,5 Jahren diesen BMW für 5.600 Euro zugelegt. Es stellt sich heraus, Frank wurde um etwa 2.000 Euro betrogen. Man wird ja öfters mal betrogen im Leben, aber so einen massiven Betrug habe ich eigentlich noch nie erlebt und das ärgert mich richtig. Ich habe auch schon überlegt, Schritte einzuleiten. Aus einem Gutachten geht hervor, der Tacho wurde vor dem Verkauf um 80.000 Kilometer zurückgedreht. Der Vorbesitzer müsste theoretisch das Auto ja auch schon mal in einer Vertragswerkstatt gehabt haben. Und dann hätte ihm ja auch schon aufgefallen sein müssen, dass an dem Tacho was manipuliert worden ist. Es ist halt einfach mal die erste Anlaufadresse, wo man vielleicht mal hinfahren könnte und sagen kann, hallo, du, pass auf, deinem Käufer ist was aufgefallen, was ist da los? Reporterin Kira macht sich auf den Weg nach Dresden. Der Vorbesitzer betreibt hier einen Autohandel. Wir melden uns zwar vorher an, doch dann will der Mann nicht so recht mit uns reden. Ich wollte Sie gerade was fragen. Nee, ich hab eine Antwort für dich. Wiedersehen. Wir konfrontieren ihn mit Frank Müllers Vermutung. Ich hab keine Ahnung, davon reden, was ich mit dir rede. Es besteht der Verdacht, Sie hätten am Tacho manipuliert. Was sagen Sie denn dazu? Wenn Sie sich versperren, wird er die Polizei anschalten. Sie möchten sich also gar nicht dazu äußern, ja? Dass man den Tacho mittels Diagnosegerät zurückstellen kann, haben wir gesehen. Aber findet man wirklich so leicht jemanden, der das macht? Wir fragen in einer beliebigen Werkstatt. Den Tacho zurückdrehen?
Kein Thema. Um wie viel soll der Zähler denn zurückgedreht werden? Jetzt hat der 180.000 und soll auf 90.000 zurückgedreht werden. Also die Hälfte würde ich nicht machen, sonst fällt es zu sehr auf. Aber bringen Sie das Auto vorbei. Ich sehe es mir an, wie weit man da gehen kann, ohne dass es auffällt. Insgesamt haben wir in 3 Werkstätten gefragt, ob uns jemand den Kilometerstand zurückdreht. Ergebnis: Bei allen dreien würde der Betrug mitgemacht. Autoexperte Limo trifft Dominik Eichstädt. Der ist Diagnosespezialist und kann die wahren Kilometerstände ermitteln. Denn das wissen viele nicht. Der Kilometerstand eines Autos ist nicht nur im Tacho gespeichert und lässt sich so überprüfen. Nötig sind dazu eine Spezialsoftware, Diagnosestecker und Laptop. Gut, der Kilometerstand ist natürlich in mehreren Steuergeräten hinterlegt. Ja, je nach Fahrzeugausstattung, Fahrzeugmodell. Unsere Diagnosetechnik kann diese Steuergeräte halt auslesen. Wir machen die Stichprobe an einem Mercedes Viano. Stimmt der Kilometerstand? Zuerst schauen wir in das Steuergerät für die Instrumententafel. Hier, wenn du in die Instrumentierung guckst, was er auch vorne anzeigt, da zeigt er die 46.514 Kilometer an. Ja. Doch dann wird es etwas kompliziert. Er sagt auch an, dass die gefahrenen Kilometer seit letzter Regeneration, also seit letzter Regeneration des Dieselpartikelfilters, 462.000 Kilometer gewesen wären. Ja. Das wäre 10-mal so viel, wie auf dem Tacho steht. Der Händler beharrt jedoch auf den 46.000 Kilometern. Tachomanipulation ist in Deutschland eine Straftat und wird mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet. Auch an Hassans Auto wurde der Zählerstand zurückgedreht. 3.000 Euro hat er zu viel für einen Gebrauchten hingeblättert. Reporterin Kira verabredet sich mit dem Autohändler. Zusammen mit Hassan will sie den Verkäufer zur Rede stellen. Und tatsächlich, der Mann taucht auf. Wie wird er auf die Vorwürfe reagieren? Ich habe dieses Fahrzeug damals so bekommen, ja, mit diesem Laufleistung. Das heißt, Sie wussten davon? Nein, darum geht es ja. Aber wäre es nicht auch ein leichtes gewesen, das einfach nachzuprüfen? Wer soll da hinterherkommen? Einfach in die Vertragswerkstatt, so wie er es einen Tag später gemacht hat. Es geht nicht. Wer soll das machen? Bei 70, 80 Autos, wer soll das machen? Ich versuche auch einfach nur mein Geschäft zu machen. Ganz einfach. Genauso. Du stehst hier jetzt mit voller Montur, verstehst du, und gehst mir auf den Sack, so gesehen. Was habe ich falsch gemacht? Sag mir das. Der Mann hat ein Auto verkauft, bei dem der Tacho zurückgedreht wurde. Wir zeigen ihm ein Gutachten zum Fahrzeug. Und plötzlich... Wenn es so ist, bin ich gewillt und bereit, auf dieses Fahrzeug komplett zurückzunehmen. Da habe ich kein Problem mit. Wie viel zahlen Sie ihm aus? Das, was er mir gezahlt hat. Geschafft. Hassan Kaba erhält seine investierten 8.800 Euro zurück. Ja, ich bin zufrieden und wir haben hoffentlich beide daraus gelernt, dass halt solche Fahrzeuge, die gekauft werden, halt vorher überprüft werden sollten. Darauf sollte man beim Gebrauchtwagenkauf achten. Starke Abnutzungen an Sitzen und Lenkrad könnten ein Hinweis auf hohe Laufleistungen sein. Passen Serviceeinträge und Kilometerstand zusammen? Welchen Tachostand gibt der Vorbesitzer an? Beim Autokauf also lieber zweimal hinsehen und dafür nicht abgezockt werden.